Hallo, ihr Quirlinge, ich bin gemeinsam mit Lara in einem Tempel, irgendwo nördlich von Kuvak Yaku. Hab hier mehrere Türen aufgeleiert in der letzten Episode und vor mir ist ein Raum mit Wandgemälde, Monolith, einem Dokument und dann noch einer weiteren Kammer. Und die Frage bleibt, was hat eigentlich die ganzen Soldaten so zerlegt da draußen? Bisher habe ich dafür noch keine Erklärung. Da ist ein Adler, das hier ist eine Art, sieht aus wie eine Art Jaguar. Das da ist eine Schlange, gefiederter Art. Oh je. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut. Das hier wird dir gefallen. Was wird mir gefallen? Erstmal gehört mir, dass ich ein Foto bekommen habe. Und zwar Laras Notebook, oder? Nein. Hier. Weg zur verborgenen Stadt. Das ist der Weg zur verborgenen Stadt. Wie es scheint, werden hier verschiedene Prüfungen beschrieben. Der Zugang erfolgt durch das Maul eines Jaguars. Dann sind da noch eine Spinne und ein Vogel, der zu einem Tempel aufsteigt, der wiederum zu einer Schlange mit einem silbernen Auge führt. Aha. Oh je. Na gut. Zurück. Adler. Schlange. Jaguar. Ja. Hier. Wandgemälde. Mam. Göttin des Selbstmords. Des Selbstmords. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten. Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, Ixtab, die auch Seilfrau genannt wurde. Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. Okay, das widerspricht schwer der christlichen Lehre. Wo kann das gewesen sein? Legenden der Maya, nee. Nein. Keine Prüfung. Gedenkstätten? Nee, das ist Quechua. Pantheon. Göttin des Selbstmords gehört in Pantheon 3. Auwei. Was hat die Soldaten da so zerlegt? Das frage ich mich immer noch. Du hier? Mam. Dokument über Balams irgendwas? Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen. Mhm. Das heißt aber Dämonen, nicht Dämonen. ja, ich wollte es nochmal gesagt haben. Und das ist Legenden Balams, genau, Legenden der Maya. So, irgendwo habe ich noch einen Obelisken. Der hier. Ein besonders hübsches Exemplar.
Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Wächter haben Fänge, zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Fänge und Füße. Wer hat Fänge und Füße? Du hast Fänge und hast Füße. Du hast auch Fänge und hast keine Füße. Also ihr beiden habt Füße. Und ihr beide habt Fänge. Also ist der Jaguar derjenige, welcher. Stimmt's? Haha! Das ist nützlich. Das weiß er doch noch gar nicht. Monolithenschatz, das ist irgendwas, was ich nicht kenne. Aber schön. Gefunden zu haben. Ich habe noch ein Dokument geradeaus im nächsten Raum, da muss ich wohl hier raustauchen. Ich täte ganz gerne mal einen Dietrich finden allmählich. Oha. Trinity oder was ist hier los? Interessant. Was lernst du hier? Ha? Krallen des Adlers benutzen sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Boah, das ist gemein. Das ist gemein, Lara. Aha, ich kann hier noch in irgendwelche Winkel. Nicht so laut. Ach nee, hier kam ich ja her. Ach, scheiße. Mann. Wenn ich das mit dem Seilpfeil mache, baue ich dann etwas, das so aussieht, wie die da oben? Nee, die haben ja noch Pfähle durch den Körper. Die kommen ja bei dem Seilpfeil dann da nicht vor. Hier kann ich was finden. Bisschen Krempelkram. Hier. Ein Dokument. Mam. Geburt der Schlange. Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus. Mhm. Was ist das wohl? Gedenkstätten? Nein. Das ist irgendwo... Nein, Metamorphose. Ja, das war's, oder? Diese grobe Skizze zeigt ja einen Tempel. Ist eine Metamorphose drin. Aha. Na gut. Ja, der Tempel sieht aus wie eine Schlange. Metamorphose, das passt vielleicht im übertragenen Sinne. So, jetzt gibt es ja ein bisschen Action. Schwalbensprung oder was? Warum kann ich nicht einfach hochklettern? Irgendwie wird das nix mit mir, diesem Schwalbensprung. Was? Piranhas, die angreifen sollte. Das war sie Lara entdecken. Ach du Scheiße. Ich muss aber... Ja! Hier ist kein Seegras. Hier sind Piranhas. Scheiße. Ich brauche Luft. Moment. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll.
Wo geht's denn hier raus? Da oben ist Licht. Oh, Piranhas. Aha, so kann man mit von Piranhas sterben. Alles klar. Wenn ich aber schleichen muss, dann brauche ich noch ein paar andere Luftblasen hier. Das geht so nicht. Da sind noch Luftblasen, alles klar. Da ist irgendwo auch ein Schatz, aber da interessiert mich gerade weniger, weil ich keinen Dietrich habe. Ach, das, dieser Fischschwarm sind die Piranhas. Okay, die haben mich entdeckt. Oh, ist das nervig. Den Parcours mag ich nicht, weil ich nicht weiß, wo ich lang soll. Das sind die Piranhas. Oh, jetzt, das ist ein zweiter Schwarm. Och Mann, das ist doch nicht so fassen. Ich will doch erstmal nur gucken, wo ich überhaupt hin soll. Mensch. Die drehen nach rechts ab und da kommt also ein anderer Scheißschwarm. Von links oben. Oder von hinten. Okay, also ich überspringe ja mal ein bisschen was, weil ich muss erstmal gucken, wo es überhaupt lang geht. Das kann ja jetzt 15 Versuche brauchen, bis ich mal irgendwann die Chance habe, was zu sehen. So, ihr habt es gesehen, man musste hoch dann um die Ecke schwimmen. Oh, hier könnte so viel Zeug sein, das ich brauche. Irgendwelche Gräber. Überraschungsverstecke vielmehr. Puh. Aber... Na gut, ich muss sowieso noch mal da rein wegen des Schatzkistchens. Oh. So. Sammeln. Ja, danke. Musst du dich heilen? Musst du nicht. Piranhas, Igitt. Und ich habe letzte Episode noch gefragt, ob es da welche gibt. Ich habe dicke Erfahrungspunkte. Ich bräuchte mal ein Lager, oder kann ich mir endlich mal diesen Kaiman. Atem des Kaiman. Skillen. Ja, ist mehr als notwendig. Hier liegt was. Ich bin in der Nähe von einem Dokument. Nach Süden und links um die Ecke. Oh, was ist denn hier? Oh Gott, lass das doch. Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Wie sonst jemand geschafft? Wovon redet ihr?
Basislager? Ihr Omikron-Team, wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Ja. Irgendwas? Ruhe, ich muss was hören. Ihr seid Experten, echt, ey. Wenn sie sich auf einem Ast befinden, halten sie F. Basislager, Zentrale, irgendwer? Ja. Erstmal hier das Dokument. Das sind zwei, die gleich zu ihren Gesellen geschickt werden. Hoffentlich haben es noch andere geschafft. Nein. Was war denn das gerade? Ich habe gerade ein Dokument gefunden und weiß nicht welches. Das kann nicht wahr sein. Oh, nee. Scheiße. Was war ein kleines Dokument? Ah, ich... Nee, das habe ich ja schon fertig. Das sah so aus wie diese... Das hier? Das sind die Aufzeichnungen eines Forschers, der gegen Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer vergessenen Stadt gesucht hatte. Er stieß unweit des Basislagers auf einen kleinen Handelsposten, der von einer Frau namens Kuama geleitet wurde, und fragte sie nach alten Geschichten, die ihm helfen könnten, die Stadt zu finden. Als er das hier schrieb, war er dem Tode nahe und davon überzeugt, dass Kuama seine Expedition absichtlich in die Irre geführt hatte. Mhm. Ah, ja. Also, das habe ich gerade gefunden. Definitiv. Puh. Basislager, brauche Verstärkung. Sofort. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, was machst du? Ich kann noch... Du bist doof. Okay. Wovor haben die so viel Angst? Ach so. Na, vor dir, dachte ich, oder nicht? Na gut, die sind überfallen worden von irgendwas und er hat in die andere Richtung geschossen. So blöd kann er eigentlich gar nicht gewesen sein, oder? Nicht mal er kann so blöd gewesen sein. Finde ich ja was? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ein Medkit. Sammeln. Gold. Wovor habt ihr so viel Angst? Gute Frage. Was ist denn das hier eigentlich? Hier geht's ja zurück nach... Ach, vielleicht kann ich ja von innen hier dann das Ding zerschießen. Ah, hier geht's zurück. Aha. Hier steht ein Auto. Ah, das ist wieder Zivilisation, wenn man das so nennen will. Schick. Da ist rechts das Wasser ganz schnell und links ist es ganz langsam. Warum? Ah, ich habe von Strömungsmechanik keine Ahnung. Was kann das Auto von diesem Typen gewesen sein? Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Ist der Ast irgendwo in der Nähe? Der hat einen Helm, den kann man nicht erschießen, richtig? Was zum Geier? Ein Sisi-Miete. Was war das? Ein Sisi-Miete, der will sich mit Japan, geh weg. Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! Das mit dem Sisi-Miete und dem Pan hat Lara in einem Dokument gelesen. Das habe ich mir gerade nicht ausgedacht. Es hieß, tötet männliche Typen sofort und weibliche in seiner Höhle gar nicht wegen Paarung und so. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen, suchen die Gegend weiter ab, haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein.
Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Also Abby ist demnach vertrauenswürdig. Das ist bestimmt Trinity, richtig? Jo. Es haben sich ein paar Trinity-Typen abgespalten. Vielleicht kann ich mit denen Kontakt aufnehmen. Danger. Daily Checklist oder so ähnlich. Oder Duty Checklist. Lara. Ich will da nicht reingehen. Das ist das Dizzy Miete-Ding. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Da geht kein Kopfschuss. Dadurch, geh doch mal. Oh ne, ich kann hier nicht zurück. Wie scheiße ist das denn? Oh, Spiel, da kann ich da nicht zurück. Ich glaube, ich spinn. Wie unrealistisch ist das denn? Beta-Team, Verstärkung ist unterwegs. Meine Fresse, ich dachte, ich kann ja wieder zurück. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Hier geht irgendein Scheiß vor sich. So. Was ist das? Kopfschuss? Durchs Blätterwerk. Ach, das war unrealistisch. Da oben, der sagt, den wollte ich gerne in den Arsch schießen, aber das bringt nicht so viel. Einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Ich würde erstmal ganz gern die Typen ausschalten, die keinen Helm haben. Es muss eine rationale Erklärung für das alles geben. Lara Croft. Was suchen wir überhaupt? Feindkontakt! Ziel in Sicht! Das war nicht so die... Hangar in Sicht. Hast du eine... Wir sind hier. Noch 60 Sekunden. Keine Art. Sichert den Bereich, Männer. Nachladen. Wo ist das hin? Das war ich nicht. Das war das andere Vieh. Die Dinger? Sind das mehrere? Was sind das für Kreaturen? Es sind mehrere, scheiße. Mehrere müssen sie mit. Es muss einen Weg hier rausgeben. Ja. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Ja, genau. Wieder dabei. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wo bin ich, Lara? Wo müssen wir hin? Oh, hier ist ein... Ach, das ist die alte Raffinerie. Hier ist ein überwachsenes Auto. Rechts von mir irgendwie muss ich hoch. Hier. Nee. Hey! Kann ich hier hoch? Bestimmt. Ich muss nur herausfinden, wie. Hier drinnen? Baum? Nee. Ich glaube, Trinity ist ausgeschaltet erstmal.
Ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ach was. Eine alte Blechwand. Ach, das ist ein Flugzeug hier. Huh. Geile Kulisse. Nutzt mir noch nichts im Moment, oder? Kann ich hier rein? Hm. Nee, kann ich nicht. Ja. Und obendrauf geht's auch nicht, erstaunlicherweise. Hier ist das Flugzeugheck. Gut, die Kampfarena wäre geräumt, aber wie geht's weiter? Hier? Ah, hier kannst du hoch. Da oben. Da ist eine Lücke. Aber hier sieht's aus, als... als könnte man darüber hüpfen, vielleicht. Was mache ich hier? Bringt das was, hier oben zu sein? Nee, das bringt gar nichts. Ach, da muss ich hin. Am Flugzeug vorbei und dann nach Süden. Aha. Hier muss ich hinter. Warum? Da ist so ein Gang. So ein altes, ne, Ladersteg. Wie komme ich denn da hoch? Ey, das ist ein Stahlträger, da kann ja fast jeder hochklettern. Oh, Lara, ist nicht dein Ernst. Oder muss ich doch den Weg, den ich gerade gegangen bin? Aber da habe ich doch den Stahlträger nicht gesehen. Ah, hier. Guten Morgen. Das ist nicht mein Ernst. Aber ich sehe gerade, ich kann hier auch so hochklettern. Und nu? Das ist nur zum Gucken. Ich muss... Also da, wo das Flugzeug die Kanzel hat. Da unten hin. Aber von hier aus geht's auch nicht weiter. Ich sehe nichts. Habe ich nicht schon? Hier. Noch so eine Bretterwand. Das sieht sehr viel besser aus. So einfach ist das, wenn man den Ausgang findet. Nach Kuwakiyaku soll ich zurückkehren. Na dann, mach ich das mal. Was war das? Geh mal runter. Kassierst schon die Erfahrungspunkte und ziehst dich dann wieder hoch. Da geht's durch nach Kuwakiyaku. Hier liegt einer. Das war ich nicht. Oh, meine Fresse, haben die gehaust. Gott, überall Leichen. Ja. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Das Jonah, machst du Abby. Genauso. Alles voll. Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Laura, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. In Sicherheit wollte ich dich aber nicht nennen. Suche auf dem Globus. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi Mitari.
Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinferira Wakaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinferira Wakaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Kuwakyaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Das ist ja wie ein Inhaltsverzeichnis. Mehr Informationen hat das quasi nicht. Ein Statusbericht gehört bestimmt in die Trinity-Saga. Ja, so auf dem Globus, richtig. Danke. Sie sagt, also sie steht zwischen noch warmen Leichen und blutigen Schuhen und weiß, dass zwei Viechter hier irgendwas gemacht haben und sagt auf hinten auf die Frage hin, bist du Sicherheit? Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, bin ich. Das ist aber Optimismus, meine Liebe. Oh, hier. Ach, da haben sie das sich rein zurückverzogen, hinter das Geäst, Igitt. Okay, es sind keine Sissi-Miete, das weiß ich jetzt. Also, keine Paarung und so weiter. Ja, das hat nichts mit dieser Schrotfinden-Sache hier zu tun. Ich muss einfach hier durchs Wasser hüpfen und dann bin ich... Beziehungsweise Lara ist dann wieder sauber. Puh. Ich weiß, dass hier vorne ein Basislager ist. Ich würde gerne dringend den Kalman skillen. Bevor es dann mit Jonah weitergeht. Genau, hier. Also. Fähigkeiten. Wir basteln uns mal die Lara weiter. Atem des Kaiman. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapelt sich mit Atem des Kaiman 2. Geil. Will ich haben. Zwei Fähigkeiten, Mutter. Ja, habe ich. Das war jetzt der Bereich Sammler. Und jetzt habe ich noch zwei weitere Punkte. Das ist die Frage, warte ich? Was ist das da oben? Ach, Krallen des Adlers. Das war das, was ich bekommen habe in dem Tempel, ja. Jetzt ist die Frage, warte ich, bis ich einen weiteren Punkt habe, um dann was Dreipunktiges zu skillen? Oder gibt es da was Schönes für zwei Punkte, was man unbedingt haben muss? Umarmung der Boa? Automatisches Plündern? Nee, brauche ich nicht. Lockfallen. Überreste Outfits? Nee. Schuppen der Schlange? Konzentrationspflanzen? Nee. Giftgranaten? Man braucht drei. Das hier, ach, kostet sogar nur eins. Fall des Fuchses. Reduziert erlittenen Schaden. Brauche ich nicht so dringend. Zorn des Jaguars. Das wäre nicht schlecht. Ansturm des Pumas. Zeitreinschreich. Das hier vielleicht am ehesten. Auge des Adlers. Effektiv Wahrnehmungspflanzen. Naja. Was ist hier? Ach, hier oben in der Ecke. Ja, das ist Krall des Adlers fortgeschritten. Und hier erhöht die Chance, an Plünder von Feinden und Tieren Pfeile wieder zu erlangen. Nee. Hier. Ich glaube, das hier, zwei auf einen Streich, wäre das nächste. Dass ich zwei Gegner mit einem Schuss oder mit zwei Schüssen gleichzeitig irgendwie erledigen kann. Das wäre interessant. Und dafür brauche ich drei Punkte. Deswegen spare ich den nächsten noch auf oder spare ich mir die beiden noch auf, bis ich den nächsten habe. So, gehen wir hier weg. Dann, liebe Gewehrlinge, ist ja Schluss. Langes Video, aber hier ist eine schöne Stelle. Und weiter mit Jonah. Und hoffentlich einer Schrotflinte. Und hoffentlich bald mal einem Dietrich. Geht's dann ab dem nächsten Teil. Bis dahin.